Heute haben wir ein bisschen Zeit und haben mal nichts in der Werkstatt zu tun. Deshalb haben wir mal entschieden, wieder mal ein Video mit einem Fahrzeug zu drehen. Und zwar geht es diesmal um die Mercedes S-Klasse W140. Letztes Mal haben wir den CL600 gedreht, den C215. Und dieses Mal drehen wir mal von der ersten Mercedes S-Klasse, die auch einen Zwölfzylinder wieder mal, also überhaupt gehabt hat, die Anfang der 90er Jahre herausgekommen ist. Und ja, dadurch, dass wir so ein schönes Auto momentan dastehen haben, zeigen wir mal, wie so ein Fahrzeug kurz vorm Oldtimer, ja, Zustand sozusagen, in welchem schönen Zustand so ein Fahrzeug sein kann, wenn es dementsprechend auch gepflegt worden ist über die letzten Jahre. Dazu merkt man schon, wir bekommen das Fahrzeug von der Länge her gar nicht ganz aufs Format drauf. Ich gehe mal an dem Auto vorbei, damit man einfach mal einen Rundumblick bekommt vom Fahrzeug. Dieses Auto ist nie im Winter gefahren worden, kommt aus Frankreich und hat daher auch absolut keinerlei Rostprobleme, wie es oft bei den Modellen dieser Baujahre eigentlich ganz gängig ist. Weder an den Türkanten noch im Unterbodenbereich oder irgendwelche anderen Stellen wie Rahmen, Fensterrahmen und so weiter, Motorhauben. Man findet an dem Auto überhaupt gar keinerlei Rost. Kann man auch nochmal hier anhand der Rathäuser kurz mal dokumentieren. Die typischen Stellen an den Türen, Beplankungen und so weiter. Wirklich im Zustand, ja, eigentlich wie ein 5 Jahre altes Auto, würde ich mal sagen. Teilweise besser in Pflegezustand. Machen wir mal die Tankklappe auf, da können wir auch mal reinschauen. Also auch hier alles im Originalzustand und vor allem auch im Unterbereich nichts nachlackiert. Nur die Oberseiten der Frontklappe, Heckklappe wurden mal nachlackiert, wahrscheinlich wegen Klarlackschäden, aber mit Sicherheit nicht wegen Rost. Ja, jetzt zeigen wir mal ein paar Details von dem Fahrzeug. Gut, bei dem Fahrzeug haben wir schon mal eine kleine Besonderheit. Und zwar hat das Auto eine Original-Mercedes-Wegfahrsperre mit Fernbedienung nachgerüstet bekommen. Die funktioniert also auch ganz normal über einen Knopfdruck, über die Fernbedienung. Und damit lässt sich das Fahrzeug auch komplett bedienen. Nicht wie eigentlich normalerweise nur über den Zündschlüssel. Und damit kann man das Fahrzeug dann auch innerhalb einer bestimmten Zeit sofort starten. Wenn man das nicht gleich macht, schärft sich die Wegfahrsperre. Man muss den Vorgang nochmal wiederholen. Wir lassen den Motor jetzt einfach mal an. Das funktioniert bei dem Fahrzeug auch ganz ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel, einfach wie gewohnt früher Zündschlüssel rum und das Ding läuft. Und vor allem auch ohne irgendwelche Probleme mit der Elektronik. Also von daher gesehen absolut zuverlässig, auch über die ganzen Jahre hin. Ja, bei dem Fahrzeug hat man natürlich schon gerade beim V12 serienmäßig so Dinge wie elektrische Sitzverstellung mit Memory. Das heißt, man kann also den Sitz komplett programmieren in drei verschiedenen Programmen. Und bei dem Fahrzeug auch noch ganz schön, wir haben auch noch eine Oberschenkelauflage, die man also auch vor- und zurückfahren kann, also nur die Oberseite vom Sitz sozusagen, dass man die Schenkelauflage verstellen kann und natürlich hier unten auch eine Lordosenstütze in verschiedenen Stellen einstellbar. Was dieses Auto nicht hat, da es aus Frankreich kommt, es hat keine Sitzheizung. Aber sonst die gängigen Dinge wie Lederausstattung, Klimaautomatik, Tempomat und alles, was zu dem Fahrzeug damals schon zu sehr gehört hat, ist natürlich auch bei dem französischen Modell mit an Bord. Und bei dem Fahrzeug ist einzig geändert worden, er hatte mal ein Alpine-Radio nachgerüstet bekommen, mit einem anderen, ja, anderen Darstellung von der Karte und so weiter, was man eigentlich gar nicht braucht. Das würden wir theoretisch eigentlich auch nochmal rausschmeißen und ein originales Speckradio wieder nachrüsten. Jetzt komme ich mal auf die andere Seite und dann schauen wir uns das Fahrzeug mal von der Mittelkonsole her an. Jetzt sind wir mal im Fahrzeuginnenraum und da können wir mal ein paar Kleinigkeiten ja, zeigen, was eigentlich Besonderheiten an diesem Modell sind. Also zum einen, wie gesagt, Klimaautomatik war schon an Bord damals.
Dann hat er aber auch als absoluten, ja, absolute Ausnahme hat er eine Innenspiegelverstellung, die elektrisch ist. Das können wir mal zeigen. Und zwar hier ist der Knopf dafür, für den normalen Außenspiegel. Wenn man ihn auf die Mitte stellt, dann kann man tatsächlich bei diesem Modell den Innenspiegel elektrisch verstellen und über das Memory-Programm auch einspeichern. Also das ist wirklich etwas, was so gut wie kein Fahrzeug auch heute nicht hat. Braucht man eigentlich normalerweise auch nicht, aber damals haben die einfach alles reingepackt, was ihnen so eingefallen ist an Spielereien. Elektrische Fensterheber vorne und hinten, Überblendregler fürs Radio, für vorne und hinten. Dann haben wir hier ein schönes Sonnenschutzrollo elektrisch, drauf betätigen. Fährt es auch heute noch rauf und runter, ohne irgendwelche Probleme zu machen. Da sieht man auch gleich den schönen schwarzen Dachhimmel, den das Fahrzeug hat. Mit dem Schiebedach, das können wir auch mal zeigen. Auch das geht heute noch wie am ersten Tag, also auch vom Rost her kann man da lange suchen. Wieder im Innenraum drinnen haben wir dann noch auch ganz besondere, Geschichte, das adaptive Dämpfersystem, dass man über die Drucktaste ein- und ausschalten kann und dementsprechend das Fahrwerk in der Härte verstellen kann. An der Hinterachse hat das Auto ja Niveaudämpfer, sodass das Auto immer im gleichen Ladungszustand bleibt. Wie gesagt, oben Klimaautomatik. Hinten haben wir noch den Schalter für das Umlegen der Kopfstützen, wenn einen das stören sollte. Der mittlere hier. Oder man kann sie auch dementsprechend rauffahren. Das kann man auch mal zeigen. Einfach auf Knopfdruck und dann fahren die Kopfstützen rauf oder runter. Alles Dinge, die bei anderen Fahrzeugen nach so langer Zeit bestimmt mal Probleme machen würden. Und diese Dinge funktionieren bei so einem Fahrzeug ohne irgendwelche Probleme. Ein Telefon ist fest eingebaut, auch von Mercedes schon ab Werk damals so ausgerüstet. Mit einer schönen Holzabdeckung. Mittelarmlehne, die kann man auch noch extra aufklappen. Da liegt die Fernbedienung auch von dem Alpine-Radio. Also alles sehr hochwertig verarbeitet und bis zum heutigen Tag auch in voller Funktion. Auch auf der Beifahrerseite haben wir Lordosenstützen. Mercedes-Benz-Schriftzug in Aluminium natürlich. Und auch auf der Beifahrerseite die Sitzverstellung mit Memory. Und auch wenn man jetzt hier reinschaut in die Spalten zwischen den Türen, keinerlei Zeichen von irgendeinem Rost oder Abnutzung. Also alles in allem eigentlich ein sehr schönes Auto. Im hinteren Bereich haben wir noch die Schminkspiegel oben an der Wand, am Himmel besser gesagt, und zwar auf beiden Seiten. Die sind auch beleuchtet. Man kann sich dementsprechend dann die aus- und einklappen. Ist eigentlich auch nur eine kleine Spielerei. Und die Mittelkonsole hinten, wo man auch ein paar Sachen ablegen kann. Also einfach fürs angenehme Fahren und Reisen ist es eigentlich ein Fahrzeug, was aber auch nicht zu viel an Technik verbaut hat, sondern wirklich nur das Nötigste, was man eigentlich zum schönen Fahren und zum angenehmen Fahren eigentlich haben will. Aber keine sonstigen Spielereien. Als Besonderheit bei dem Fahrzeug zeigen wir noch, dass das Auto auch an der Rückseite, der Frontseite über elektrische Sitzverstellung verfügt. Und zwar hier über diesen Knopf. Damit lässt sich die Rücksitzbank auch elektrisch vor- und zurückfahren und dementsprechend etwas mehr in die Liegeposition oder in die aufrechte Position verstellen. Das ist auch eine ganz nette Sache, was man damals schon mit eingebaut hat. Man sieht auch recht gut die Beinfreiheit, wenn der Sitz relativ weit vorne steht. Und was auch noch als Nachrüstung bekommen hat das Fahrzeug von Mercedes direkt, sind die hinteren
Sonnenschutzrollos, die man an die Scheibe einhängen kann und dann dementsprechend rauf und runter fahren kann. Und man sieht auch noch im geöffneten Zustand schön die Doppelverglasung, die das Fahrzeug ab Werk schon gehabt hat, nämlich hier, die das Fahren eigentlich noch ruhiger macht und bei dem Modell auch schon ab Werk sehr mäßig verbaut gewesen ist. Das heißt, er hat an allen vier Türen, auch an der Heckklappe, ein Schließsystem, das sich dann beim Öffnen und Schließen dementsprechend die Klappen oder Türen elektrisch aufziehen. Da fährt an der Rückseite auch ein Griff elektrisch raus. Dann hat er, wie gesagt, dieses Alpine-Radio verbaut mit dem CD-Wechsler noch, was man eigentlich normalerweise möglichst tauschen sollte. Und beim Zumachen fährt auch der Griff wieder elektrisch hinein. Hier sieht man noch schön die Peilstäbe. Das können wir mal zeigen beim Rückwärtsgang einlegen. Fahren diese Peilstäbe elektrisch hinten aus, die angeblich dem Fahrer beim Einparken behilflich sein sollen. In Wirklichkeit sieht man diese Stäbe aber so gut wie überhaupt nicht. Das ist einfach nur auch ein kleines Gimmick bei diesem Fahrzeug. Und wie gesagt, beim Einlegen des Rückwärtsgangs fahren die Dinger elektrisch aus. So, jetzt werfen wir noch einen Blick unter die Motorhaube. So. Der Motor läuft bereits. Man hört zum Glück nicht sehr viel davon beim 12-Zylinder. Und wie man sieht, der ganze Raum ist möglichst komplett ausgenutzt bei dem Motor. Das heißt, es bleibt nicht sehr viel Platz, noch irgendwelche anderen Bauteile zusätzlich zu verbauen. Die Standheizung hätte es noch gegeben, die ist aber weit im unteren Bereich bei dem Fahrzeug verbaut. Und ja, man sieht aber trotzdem, dass eigentlich alles relativ sauber und ordentlich verlegt ist, nicht wie bei manch Jaguar-Modell mit 12-Zylinder, sondern alles ist relativ einfach zu erkennen und vor allem auch komplett funktionierenden Zustand bei dem Fahrzeug. Die Frontklappe weist keinerlei Anzeichen von Rost auf. Ja, und das Schöne an diesem Motor ist halt wirklich, dass es noch ein richtig frei drehender, saugender V12-Motor mit Vierventiltechnik sogar ist. In dem Fall über 400 PS leistet, 408 PS und 580 Newtonmeter. Und solche Motoren ohne Aufladung werden heutzutage eigentlich gar nicht mehr gebaut. Das ist eigentlich auch mehr ein Sportmotor als ein Limousinenmotor. Das macht gerade den Reiz bei so einem Fahrzeug aus, dass man hier wirklich sportliche Gene in eine große Limousine verbaut hat, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, aber trotzdem irgendwie funktioniert. So, jetzt fahren wir noch ein paar Kilometer mit dem Auto. Natürlich jetzt in dem Fall vom hinteren Sitzplatz aus gefilmt. Damit man auch ein bisschen einen Eindruck vom Fahrverhalten und von der Laufkultur und vom Geräusch vor allem bekommt. Das Auto hat auch gerade mal erst knapp 101.000 Kilometer gelaufen. Und die einzige Reparatur, die wir bisher gehabt haben an dem Fahrzeug, war einmal das Automatikgetriebe abdichten im vorderen Bereich. Ansonsten hat an dem Auto alles bisher funktioniert, seitdem wir das Auto bei uns haben. So, jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Das heißt, jetzt geben wir richtig Kickdown und lassen wir das Auto ein bisschen drehen in den unteren Gängen.
sieht also auch da, das Fahrzeug beschleunigt ganz gleichmäßig. Ja, für V12 ist es natürlich Voraussetzung. Und vor allem schaltet er auch ganz ruhig, ohne Ruckeln oder irgendwelche Aussetzer oder irgendwelche Schläge. Genauso wie das Auto eigentlich vor knapp 25 Jahren gebaut worden ist. Ja, und die ersten Modelle werden schon in 2 Jahren als Oldtimer zugelassen werden. Und dann bekommt man ein Fahrzeug als Oldtimer für gerade mal aktuell noch knapp 10.000 Euro, in diesem Fall, ja? Aber je mehr die Richtung Oldtimer gehen, desto höher wird dann der Preis auf einmal sein. Das heißt, man muss eigentlich jetzt schon langsam daran denken, sowas zu kaufen, weil in 2 bis 3 Jahren, das hat man beim Vorgänger gesehen, beim W126, sind die Preise dann auf einmal schlagartig nach oben gegangen. So, wir fahren noch ein paar Meter und dann kommt das Auto wieder in die Garage.